leisten. Wir waren schon dreimal in Tohoku, also Ost-Japan, und wir haben auch zweimal Fukushima-Region besucht, bis kurz vor der Fukushima-Daiichi sogar fast eingedrungen sozusagen. Und wir haben ja dort menschenleere Dörfer besucht. Da stehen ja so viele schöne Häuser, als ob die Leute wohnen würden. Wenn wir zum Beispiel vor einem solchen schönen Haus steht, man hat das Gefühl, die Leute wohnen dort, und dann, als plötzlich die Tür aufgeht und an uns sagen, hallo, wo seid ihr gekommen? Ach so, ihr seid Deutsche und so weiter. Wenn man solche Erfahrungen gemacht hat und trotzdem viele Japaner inzwischen zuerst gegen das Atomkraftwerk waren, die neue japanische Premierminister gewählt, und der will anscheinend wieder alten Politik fortsetzen, das heißt Erweiterung der erweiterte Nutzung der Atomenergie. Wir Japaner stehen vor einer großen Entscheidung, ob wir überhaupt Japaner lernfähig sind oder nicht. Das heißt, wir müssen aus dieser Katastrophe lernen. Wenn wir das nicht lernen können, heißt leider, wir haben überhaupt keine Lernfähigkeit. Das glaube ich nicht. Die Japaner haben bestimmt Lernfähigkeit. In dem Sinne, wir kämpfen weiter und fordern die japanische neue Abe-Regierung auf, keine Nutzung der Atomenergie, möglichst schnell Ausstieg aus der Atomenergie und einen schnellen Aufbau der erneuerbaren Energie. Also dann, Dankeschön.